Strukturen, Glas. Ich nehme nochmal zwei. Ich mache gleich drei. Vielleicht kriegen wir es ja hin. Ich probiere jetzt auch mal ein bisschen rum. Wir haben ja Geduld und Zeit. Wir haben jetzt ja keine. Hat diese Liste jetzt für den entspannen können, ne? Echt jetzt? Ja, doch schon. Nein. Hm. Die Frage Nummer 18 ist es übrigens, nur fürs Protokoll, falls jemand mitschreiben möchte. Was war dein schlechtester Trip bis jetzt? Das könnte man auch falsch verstehen. So ein schöner LSD-Trip, weißt du? Ja. Das schlechteste Game, das du jemals gespielt hast, ist übrigens Frage 23. Das werde ich dir ewig vorhalten, Alter. Das ist so... Das ist schon... Da fällt mir nicht mal was zu ein. Alter. Also das möchte ich ganz gerne auch beantwortet haben. Das schlechteste Game, was du je gezockt hast. Das schlechteste Game? Also mein schlechtestes Game, da warst du dabei. Und zwar? Das habe ich auf Steam gekauft, glaube ich, für 19 Cent. Okay. Das war dieses komische Rennspiel, was richtig scheiße war. Erinnerst du dich daran? Ah, ja. Doch, ich erinnere mich. Das war grottig. Ich weiß nicht mal, wie es heißt. Ich habe es auch von meinem Steam-Profil einfach gelöscht. Also was brauche ich halt echt nicht. Mach mal die Oberlichter, diese schrägen, mach die mal durchsichtig. Und dann guck dir mal das Gesamtbild an. Wie sieht das aus? Die Lücke wird immer bleiben, solange ich das nicht gefixt habe. Das muss zuerst gemacht werden. Ich probiere gerade schon rum. Strukturen, ich brauche Stein. Wo ist hier Stein? Hier. Ich brauche normale Wände, Dächer. 3, 4. Ja, das schlechteste Game, das ich jemals gezockt habe. Der schlechteste vor allem. Ich habe eine sehr hohe Toleranzgrenze. Das muss man schon mal sagen. 31 Dächer habe ich hier drin, upsi. Ja. Also ich habe mal Rambo das Videospiel gezockt. Jo, das ist schon richtig kacke. Das kann ich so einfach mal behaupten. Das ist speziell. Das ist doch kacke, ganz einfach. Es ist einfach nur... Wieso ist das so? Das regt mich gerade legit auf, ne? Dann reg dich mal auf. Ich gehe mal eben hier kurz ein bisschen gucken. Wenn ich hier eine normale Schräge hochbaue. Nee, das geht ja gar nicht, weil die... Oder? Geht das? Habe ich noch normale Schrägen aus Glas? Nö. Vogel, wir müssen nochmal kurz runter. Wir machen jetzt hier Experimente. Es wäre auch schon echt zu schön, wenn mal irgendwas auf Anhieb funktionieren würde, ne? Das ist klar. Mir fehlt ja Zement. Brauche ich hier Sloped Glass Roof. 4 Stück. Werde ich schon irgendwo brauchen. Ich erinnere mich wieder, warum ich kein Planet Zoo mehr gezockt habe. Warum? Weil das Bauen dort, wenn du es individuell haben möchtest, weil du dann an einem Gebäude teilweise du alles frei bewegen kannst natürlich und es nirgendwo irgendwie aneckt, weil du dann für ein Gebäude auch mal easy 6 Stunden brauchen kannst. Ja, aber dann hast du ein richtig geiles Gebäude. Aber ein sehr kleines. Und das musst du im ganzen Park machen. So, ich mache jetzt folgendes, verzeiht mir, ich reiße das hier ab. Ich reiße das hier ab. Ich reiße das hier ab. Jetzt kommt hier mit der 7. Okay, das ist Bullshit. Das geht gar nicht, es kann gar nicht funktionieren.
Well. Wo er es einfach hin platziert. Dankeschön. Jetzt mal No Sides bei beiden. Fliege ich gleich runter, weil ich denke, ich kann hier problemlos stehen. 0,25 mache ich gleich mal rein. Und dann schaue ich, dass ich das jetzt von links nach rechts durcharbeite und vielleicht kriege ich es irgendwie hin. Hat das schon mal nicht funktioniert. Was hältst du davon, wenn ich einfach die Metallstreben drin lasse? Also nicht alle, aber teilweise. Wäre auch noch eine Möglichkeit. Dann wäre es halt nicht mehr so clean, aber es wäre eine Möglichkeit. Bis auf die Seite alle. Dann mache ich jetzt hier nochmal den hier wieder rein. Weil wenn clean nicht geht, halt es geht auch höher. Es gibt zwei Snap-Punkte. Wieso gibt es denn wieder... Warum gibt es denn jetzt hier zwei Snap-Punkte? Ich sehe es genau. Ich kann es genau sehen, wie es sich bewegt. So, jetzt ist glatt. Wenn ich jetzt hergeselect Model, No Sides und dann Transparency auf 0,25 von One Way, ist trotzdem eine Spalte. Dass ich immer das, was von oben kommt, quasi einmal so mache. Das, was von oben kommt, so mache. Ist hier noch was drin? Ich glaube nicht. Dann muss ich nur noch kurz zurückfliegen. Das Glas kann dann erstmal weg. Und dann kriegen wir das hin. Fischpower! So. Und vor allem, du schimpfst hier über meine Liste, ne? Ich habe mir voll viel Mühe gegeben. Ich hätte auch die größten Cringe-Fragen da raussuchen können. Ja, also, okay, und zwar welche? Nee, das wollen wir gar nicht wissen. Die habe ich mit Absicht nicht reingenommen. Okay. Uff. F5. Boom. Dann Transparency 0,25 Update. So, dann gucken wir es uns mal an. Was sagst du? Ja. Ist bis gerade eben zumindest noch die einzige Lösung, die mir in den Sinn kommt. Ich glaube, ich lasse es so. Ich kann später das Metall, glaube ich, noch anmalen. Und dann ist es auch immer so. Das sieht ja generell nicht kacke aus, das ist ja schon in Ordnung. Echt? Okay. Yo. Halt es aus, du musst es aushalten, Bro. Du musst es aushalten. Gott sei Dank habe ich das gesehen. Du musst es jetzt einstecken. Hoch, 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 hoch. Ein RG ist fast hoch. Da kommt der Alpha. Du hättest auch einfach deinen Rex auf den losgehen lassen können. Der hält es nicht aus. Die Alphas sind viel zu stark. Da ist noch ein Alpha-Raptor. Ich hab auch gehört, es wird Zeit für ein Tor und einmal eine Rundumverteidigung. Ich hol mal den Petri. Also ich glaube, jetzt muss ich mal ganz kurz hier ein bisschen aufräumen. Holy shit. Das hätte gerade extrem schief gehen können. Yo. Vor allem, er spaziert da einfach ganz gelassen erstmal so rein, hier so in Zeitlupe.
Ja, was machst du so? Wie viel Leben hat dein Rex? Noch nicht genug, den habe ich kaum gelevelt. Ich glaube, ich habe ihn noch nicht einmal gelevelt. Warte. Ich habe auch noch keinen Sattel oder so. 6600. Ich könnte ihn jetzt mal ein bisschen leveln hier auf Nahkampfschaden, auf Leben. Lass ihn mal hochbringen. Also mit 10k Leben müsstest du das eigentlich schaffen. So. Gewicht muss ich auch noch ein kleines bisschen machen. Jetzt hat er 9200 und 417,6 Nahkampf. Er hat noch 7. Ja, hole ich ihm gerade. Ich bin gerade Fleisch besorgen. Und zwar jetzt hier Sondereinsatz. 2 Alpha-Adaptoren. Ein Tech-Rex natürlich. Was für ein Level haben wir denn? Ich habe mein Fernglas nicht ausgerüstet. Warte. Was ist denn? Das ist mein Fernglas hier oben. Ziemlich weit hochgerutscht. Ein Tech-Rex Level 9. Krasser Typ. Ey. Und noch normaler Rex. Yo. Level 48. Männchen und Weibchen, glaube ich. So, Kollege, du kommst jetzt mal her. Wir machen jetzt Party. Ich möchte es bitte. Wie ging der Text nochmal? Ich mache eine Schnitte. Wie viel Leben hat der? Mal kurz nachgucken. 28. Den kriege ich auf jeden Fall ziemlich schnell weg. Da muss ich den anderen aber auch gleich wieder finden. Nicht, dass der jetzt inzwischen in meine Base geht. Ganz entspannt. Muss nicht. Oh nein. Was machen Terrorbirds, wenn die mich kriegen? Die tun weh. Ich weiß nämlich vom Pferd, sage ich schon. Vom Mount. Nein. Ich liebe die Kampfmusik. Voll gut. Wo ist er denn jetzt hin? Ich hab ihn verloren. Hä? No joke, wo ist er hin? Ist er ertrunken? Da ist er. Ist er ertrunken? Ja, was weiß ich? Kann ja sein. Erinnerst du dich noch, als ich den Giga gezähmt hab auf dieser Eisplattform und er einfach mit dem Kopf unter Wasser lag und wir alle dachten, er säuft gleich. Aber er hat's legit überlegt. Schicksal. Ja, natürlich kommst du hier. Oh, das war der Rex. Glaube ich. Es regnet, es ist dunkel, perfekte Voraussetzung, um zu fighten. Nice. Der andere ist da hinten, ich sehe es leuchten. Jetzt muss ich erstmal ihn killen. Vielleicht kriege ich ja was Schönes, ne? Kann ja sein. Bisschen gut hier. Ja. Meine Ausdauer ein bisschen im Auge behalten, nicht, dass ich gleich abstürze. Oder mein Ende. Weil so viel Glück wie bei dem Kano gestern werde ich wahrscheinlich nicht nochmal haben. Dass ich einfach lande vor ihm, keine Ausdauer und dann noch so lange zuschlage, bis er gerade so umfällt. Und beim Alpha schnell in die Hose gehen, ja. Guck mal nach, wie viel Leben er noch hat. Wenn er stillhält. Ja, 1000 haben wir ihm schon weggekloppt. Geht doch. Warum gehen denn jetzt alle raus? Was ist denn jetzt los? Alle verlassen den Server. Dieses Mistvieh springt, habe ich das richtig gesehen? I don't know. Nein, nein, dieser Terrorbird. Du bist gesprungen. Nein, die springen nicht. Hm? Ich hab das bloß so im Augenwinkel wahrgenommen. Ich meine, 150 Schaden pro Flügelschlag, dann kriegen wir das auch noch hin. Aua. Was ist denn jetzt los da hinten? So. Nein, nicht ausweichen hier. Ja. Die Musik ist so schön. Ja,
bisschen weiter runter. Vielleicht kann ich ihm so irgendwann mal Schaden drücken. Yes, genau so eine Position brauche ich, dass ich ihm einfach einen nach dem anderen reinbeißen kann. Dann beschleunigen wir das jetzt hier mal. So. Ich sehe halt legit gar nichts. Ich mache mal Lampe an. Ist doch schon besser. Lang sollte er jetzt echt nicht durchhalten. Wir machen mit ziemlich schnell ziemlich viel Schaden. Wie läuft's bei dir in Zelda? Ja, ich mach halt nichts drauf. Du machst nichts mehr? Ja, doch gleich wieder, aber jetzt gerade nicht. Bist du aufgeregt, was hier passiert, oder wie? Bitte? Willst du miterleben, was hier passiert? Ja, du, ich bin dann so semi-Abenteuer, wenn ich da mal an der Switch hänge, ne? Wo wollte er denn jetzt hin? Jetzt hab ich den Bronto gehittet. Wo ist er hin? Er ist einfach komplett weg. Eine andere Welt. Aua! Es tut mir noch leid. Jetzt stecke ich im Bronto fest. Ist das dein Ernst? Ich stecke in dem Bronto. Jetzt kann ich nur hoffen, dass ich schneller bin als er. Ah, jetzt hat er mich rausgeboxt. Nee, ich stecke legit im Bronto fest. Jetzt habe ich's. Ich muss kurz die Lampe ausmachen und den Alpha wiederfinden. Er ist irgendwo in die Richtung hier gelaufen. Da hinten ist er, ich sehe ihn leuchten. Leben hat er noch. Da unten ist er irgendwo. Scheiß drauf, wir holen ihn uns jetzt einfach. Mann, Bronto. Welches Level hast du? Wie viel Leben hast du? 16. Die Hälfte haben wir schon. Dann töte ich eben auch noch einen Bronto. War nicht meine Absicht. Mach mich mal leid. I am so sorry. So sorry. Wie lange dauert es, bis es wieder hell wird? Ich hasse es so gerade in der Nacht. Es ist so unnötig. Du machst halt alles Spannende immer nachts, ne? Ja. So, den Rex etc., da hat man halt jetzt schon gesehen. Jetzt zerlege ich den hier erstmal. Der Rex hilft mir, er hilft mir. Er hat ihn weggefressen. Er hat ihn komplett weggefressen. No way. Er hat nicht mal einen Happen übrig lassen. Der ganze... No. Die Sau. Jetzt warte ich kurz, dass ich ihn auch ein bisschen ausdauere und dann gehe ich wieder auf den Raptor los. Ja, war doch nur eine Vorspeise. Ja, aber ich hätte es gerade schon gebraucht. Da läuft irgendwas. Ist ein Mikroraptor? Ich weiß es nicht. Wieder ein bisschen Licht. Ich hoffe, das ist er. Ich glaube schon. Der läuft weg wie ein Feigling. Das ist er dann wahrscheinlich. Was ein Feigling das ist. Guck ihn dir an. Oh mein Gott. Hey, reiß dich doch zusammen und kämpfe wie ein Mann. Wie der Raptor, der du bist. Wow. Oh mein Gott. Nein, 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 Petra, Petra, Petra. Petra. Hier ist du wohl. Petra. Hier ist noch ein Raptor unterwegs. Ein Alpha-Raptor. Weißt du das? Was ist denn mit uns macht, wenn er uns kriegt? Was waren das jetzt für Schuhe, Dicher? Ich bin blind. Mikroraptor. Petra, du holst mich jetzt hier sofort ab. Petra. Nein, 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 Petra, 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 wo bist du? Hier, einsteigen, hochgehen. Oh mein Gott. Was ist das hier immer? Ich wollte doch nur nachgucken, was ich bekommen habe. So, ich habe Stiefel bekommen. Primitiv. Okay. Das war irgendwie nicht so wert, aber der ist ja auch kaum hoch gewesen, er hat ja kaum Level. Gucken wir, was der andere noch für Level hat. Der ist Level 32 und hat 4000 Leben. Ich würde den auch gleich noch wegmachen. Dann nutzen wir die Nacht sinnvoll.
und sind diese Plage los, bevor uns die irgendwann noch wirklich in die Base kommen. Muss nicht sein.